Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Angezockt. Heute geht's weiter mit World of Warships. Heute nehmen wir mal die Hashidate, also den japanischen Zerstörer. Hätte ich jetzt bald gesagt, ist ja gar kein Zerstörer. Und wie ihr seht hier, bin ich schon Rang 2. Im ersten Video war ich ja noch Rang 1, also Anfänger. 605 Punkte von 1500. 1500 Punkte müssen wir erreichen, um Rang 3 zu werden. Weil ich mir ja auch ein Schiff kaufen will. Genug Geld habe ich ja schon, nur noch nicht genug Punkte. Oder Kredits, wie auch immer. Zusammenfassung, wie ihr seht, hier 100% Niederlage. Scheiße. Aber nun gut. Das ist ja nicht weiter schlimm. So. War hier sonst noch irgendwas? Nö. War hier noch irgendwas? Nö, auch nicht. Zum Wehrpass, da waren wir ja eben schon. Forschung. Und zwar seht ihr hier einen Pfeil runter. Dieses Boot hier, das möchte ich mir kaufen. Und zwar ist das die Shikuma. Aber dazu brauche ich Forschungskosten, sind 720 Sterne, sage ich jetzt mal. Kaufpreis sind 60.000. Also kaufen könnte ich es mir, aber noch nicht erforschen. Weil ich noch nicht so viele Punkte habe. Oder Sterne, wie auch immer. Also muss ich noch ein wenig spielen. Online sind 29.287. Also sind schon ein paar Leutchen. Also hier ist immer was los. So, halt, was habe ich jetzt gemacht? Hafen, hier sind wir wieder am Hafen. Da wollte ich doch eben gar nicht hin. Wie ihr seht, Schiffs-EP sind das. 270 habe ich nur. Also brauche ich noch ein paar. Also kann ich mir das Schiff noch nicht kaufen. 720 brauchte ich. Also müssen wir, denke ich mal, erst ab Stufe 3 können wir uns das kaufen. Beziehungsweise erforschen. Was wir denn auch tun werden. So, hier in den Einstellungen wollte ich euch nochmal zeigen. Letztes Mal konnte ich ja nicht auf Voll HD spielen, auf 1920x1080. Ich habe vergessen, bei Vollbildmodus den Haken reinzumachen. Ja, was man nicht alles vergisst. Manchmal bin ich auch ein bisschen bluner. So, in der Steuerung hatte ich das letzte Mal schon erwähnt. Müsst ihr einen Haken machen bei Teamleisten anzeigen. Und hier bei alternativer Gefechtsinterface-Modus. Da muss auch ein Haken rein. Warum, hatte ich ja schon im ersten Video erwähnt. Aber ich kann es gleich nochmal wiederholen, wenn wir im Gefecht sind. So, das ist der Ladebildschirm. Die warten auf ein Gefecht. Ja, machen wir. So, Teamauftrag. Erzielen Sie 1000 Punkte vor dem gegnerischen Team. Also hier haben wir jetzt schon einen Auftrag, den wir erfüllen müssen oder versuchen zu erfüllen. Und dieser Haken, was ich eben erklärt habe, erkläre ich jetzt auch nochmal. Hier oben rechts seht ihr unsere Flotte. Und da... Quatsch, oben links, nicht rechts, links. Entschuldigung. Oben links, das ist unsere Flotte. Und hier oben rechts, das ist der Gegner. Action Stations. Und eure Zielvorrichtung hier, wo ihr mitzielt, wird auch angezeigt alles. Also ihr braucht keine weiteren Tasten drücken. Das nochmal zu diesen Haken. Und jetzt spielen wir im Voll HD, also voller Auflösung. Und ich muss sagen, das Spiel macht richtig was her. Das Wasser sieht richtig klasse aus. Mit den Wolken, mit den Bergen da hinten, die Sonne sieht richtig cool aus. Richtig cool, gefällt mir. Das ist, wie gesagt, noch die Beta. Bin mal gespannt, wenn es fertig ist. Dann sollen ja auch noch Zerstörer kommen, Flugzeuge und so weiter. Flugzeugträger und. So, hier, das sind unsere Kollegen. Also meine Teamkameraden. Und jetzt müssen wir versuchen, hier A, B und C einzunehmen, so wie ich das hier sehe. So eine Art Conquest-Modus ist das hier.
Hier oben seht ihr in der Mitte einmal links die Grünen, das sind wir. Und rot ist der Gegner. Also alle Schiffe noch vorhanden. A, B und C müssen wir jetzt einnehmen, hatte ich ja schon erwähnt. So Art Conquest ist das hier. Kennen wir ja aus Battlefield. Nur hier ist es halt mit Schiffen, was ich auch sehr cool finde. Da hinten wird schon fleißig geballert. So, hier können wir ranzoomen. Den Tipp habe ich übrigens bekommen von Holly Molly. Vielen Dank dafür. Torpedos, direct front. Vielen Dank für den Tipp. Und das erleichtert das Zielen. Das hatte ich im ersten Teil, was ich im ersten angezockt, noch gar nicht alles so gewusst. Wieder noch. So, jetzt wollen wir mal schauen. Sieg oder Niederlage? Seid gespannt. Der Gegner hat den Bereich B erobert. Na, so ein Saumuck. Den holen wir uns wieder. Oder wir versuchen uns ihn wieder zu holen. Wie ihr seht, hier fahren wir jetzt volle Kanne hier. Vollspeed. Die Hashidate ist ein japanischer Kreuzer. Er ist schneller wie der amerikanische. Aber halt kann nicht so viel ab. Also wir reichen ein paar Treffer und das Ding ist Schrott und die Wanne geht unter. So, wollen wir mal schauen. Oh, da qualmt es schon. Da hinten ist ein Gegner. Wollen wir noch mal uns dran beteiligen. Zack. Wie ihr seht, ist das Treffen gar nicht so einfach. Hier gibt es keine automatische Zielvorrichtung. Da gehört ein bisschen Übung zu. Oh, das habe ich getroffen. Habt ihr gesehen? Und auch gehört, das hört ihr mal diesen Geräusch. Ping! Oh, der brennt schon. Ah, wieder daneben. Ach, hier. Jetzt fährt auch noch ein Teamkamerad mir vor die Flinte. Weg da. Das ist ein Free-to-Play-Spiel. Wo man sich dafür registrieren muss. Kostenlos alles und wo man sich das kostenlos downloaden kann, werde ich nochmal in der Videobeschreibung verlinken. Also bitte aufklappen und lesen. Eieiei, ganz schön was los hier. Bingel, bingel, bingel. Finde ich auch sehr cool hier mit der Landschaft, hier mit den Bergen. Schon sehr cool gemacht. So. Wo ist denn hier mal einer? Wie, habe ich mich jetzt festgefahren hier? Nein. Oh, Gott sei Dank. Kommen wir nochmal weg. Ja, da müsst ihr auch aufpassen. Ihr könnt zwar gegen die Berge fahren. Euer Schiff geht nicht kaputt, aber... Ist denn... Ihr könnt aber auf Grund laufen. Habt ihr eben gesehen. Hätte fast geklappt. Dann wäre ich nicht mehr weggekommen. Und wie gesagt, ihr könnt gegen die Berge fahren. Es passiert nichts. Euer Schiff geht nicht kaputt. Aber... Rückwärts fahren ist nicht so prall mit dem Schiff. Dauert denn alles und gerade wenn ihr im Gefecht seid, könnte das euer Untergang sein. So, jetzt können wir uns mal um den Kollegen da. Unser Team hat den Bereich A erobert. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. A gehört uns. B und C gehört noch den Gegner. Der Gegner hat den Bereich C erobert. Verdammt. Ah, hier gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder versenkt ihr alle Schiffe des Gegners oder ihr nehmt alles ein. Beziehungsweise A, B und C. Dann haben wir auch gewonnen. Drei Treffer habe ich schon. Das seht ihr da oben rechts. Einmal habe ich was in Flammen geschossen. Also in Brand. Ah, läuft ja ganz gut. Könnte besser laufen, aber ist erstmal okay. Ich werde mehrere Videos davon raushauen, also es gibt mehr angezockt. World of Warships hier bei mir auf dem Kanal. Könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel findet. Und wenn ihr mehr sehen wollt, gebt mir einen Daumen nach oben. Dann werde ich auch mehr Parts machen. So, jetzt muss ich mich erstmal wieder hier auf die Gegner konzentrieren. Ah, da hinten zwei Stück, die sind zu weit weg.
Also vorpreschen hier wie Rambo und alles platt machen ist nicht. Es ist ein teambasierendes Spiel. Und abwarten ist auch mal ganz wichtig. So, jetzt wieder ranzoomen, das macht ihr mit dem Mausrad. Aber das muss ich gar nicht sagen, das wisst ihr ja. Ich habe auch gelesen, dass man mit der Taste P so eine Art Tarnung machen kann. Dann sieht einem der Gegner nicht so gleich. Nicht gleich. Das werde ich aber in einem nächsten angezockt alles zeigen. Und... ah ja, jetzt geht er unter. Unser Team hat den Bereich B erobert. Wunderbar. Ah, nochmal einen hinterher. Der ist Schrott. Die Wanne geht unter. Die Wanne ist voll. So, zack, nochmal einen drauf. Kann nicht schaden, immer drauf. So, da ist der nächste Gegner, um den kümmern wir uns jetzt. Wie ihr seht, ist das Ziel nicht so einfach. Da gehört schon ein bisschen Übung zu. Aber klappt schon wesentlich besser. Man kann ja jetzt auch ranzoomen. Den Tipp habe ich übrigens von Holly Molly bekommen. Vielen Dank dafür, Holly Molly. Für den Tipp. Zack, das war's. Sieg! Alle gegnerischen Kriegsschiffe wurden zerstört. Erhalten 5655 Silbertaler, wie auch immer. 70 Sterne, sage ich jetzt mal. Zieltreffer 6 Mal. In Brand gesteckt 1 Mal. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, spielen wir noch eine Runde. So, Teamauftrag. Zerstören Sie alle gegnerischen Schiffe. Das machen wir doch. Hoffe ich doch. Okay. In 15 Sekunden geht's los. Dann können wir sagen, hier ist das Schiff. Die Hashidate. Der japanische Kreuzer. Auch sehr cool. Wie ich schon mal am Anfang des Videos gesagt habe, möchte ich mir ja ein Schiff kaufen. Und ich hoffe, dass ich das im nächsten angezockt hinbekomme bis dahin. Ich denke schon. So, auf geht's, Freunde. Vollgas. Ah, schon klasse hier so mit dem Wasser und mit der Sonne und den Wolken. Klasse aus. So, das sind meine Teamkollegen da. Und ich muss sagen, für eine Beta läuft es jetzt schon echt erstaunlich gut. Absolut ruckelfrei. Boah, sieht das geil aus. Und es macht richtig Spaß. Es ist ein Free-to-Play-Spiel. Absolut Hammer. So, da hinten ist der Gegner. Noch gut 11 Kilometer weg. Das ist ein bisschen weit. Da hinten seht ihr die Silhouette. Da sieht man es ein bisschen. Aber wir fahren mal hier rum. Vielleicht können wir ja einen Überraschungsangriff starten. Jo, da ist einer. Seht ihr? Oh, oh, verdammt, zwei. Shit, 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 shit. Ah, jetzt wurde ich schon entdeckt. Die schießen schon auf mich. Verdammt, verdammt. Okay, Freunde. Ihr wollt Ärger? Den könnt ihr bekommen. Mäßiger Schaden haben wir schon. Oh, Kacke. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ich muss mal eben noch reparieren. Habt ihr gesehen? Mit R kann man reparieren. Oh, das schaffe ich nicht, oder?
Oh, oh, lieber rückwärts fahren, lieber abhauen. Verdammt, 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 verdammt. Volle Fahrt zurück. Oh. Ah. Keine Chance. Den muss ich mich jetzt anlegen. Den schnapp ich mir jetzt. Versuche ich jedenfalls. Ah, der ist so weit weg. Wieder nicht getroffen. Seht ihr? Ja, hier, es wird schon rot angezeigt. Jetzt ist es zu weit. Ah, hier. Okay, Keule, da bist du soweit. Du bist auch näher, da treffe ich auch besser. Ah, nein. Nicht getroffen. Okay, mal ein bisschen vor das Boot halten. Vor das Schiff, viel mehr. Ah, jetzt habe ich getroffen, habt ihr gesehen? Wieder was weggeploppt. Wieder getroffen. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Zack, wieder getroffen. Der rote Balken wird weniger. Perfekt. Ah, da ging übers Boot. Auch nicht getroffen. Oh, verdammt, oh, verdammt, oh, verdammt. Gewinne ich oder verliere ich? Sieg oder Niederlage? Oh, verdammt, verdammt, verdammt. Nein, 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 nein. Oh. Oh, ja, 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 ja. Ist das ein Fight? Astreine. Herrlich. Nicht schlecht, schon wieder getroffen. Wunderbar. Ich setze hier ein Treffer nach dem anderen. Vermehrung. Wieder was getroffen. Ah. Ah, das ging daneben, habt ihr gesehen? Verdammt, verdammt, verdammt. Ja, der trifft. Wunderbar. Wieder was getroffen. Komm, 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 komm. Oh, ja, ja, wieder getroffen. Wunderbar. Ah, da kommt noch ein Gegner. Es sind schon drei. Aber egal. Kein Rückzug, Mercy. TV Mercy zieht nicht zurück. Auf in den Kampf. Ah, wieder getroffen. Wunderbar. Das Ding ist gleich abgesoffen. Oder wir. Das kann natürlich auch sein. Ah, wieder ein Treffer. Wunderbar. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Der ist gleich Schrott. Der ist so gut wie Schrott. Noch ein Treffer, komm. Wunderbar. Gegnerisches Kriegsschiff zerstört. Wunderbar. So, jetzt ist der dran. Ist egal. Alles oder nichts. Merlo. Oh, 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 das sieht schlecht aus, Leute. Das sieht schlecht aus. Ah, wieder getroffen. Wunderbar. Ey, ja, ja, jetzt wurden wir auch getroffen. Das ist gut verrückt. Oh, 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 oh. Ah, verdammt. Aber wenigstens habe ich noch ein Schiff versenkt. Das war's, Freunde. Da geht die Wanne unter. Mein schönes Schiff. Die schöne Hashidate. Verdammt. Blub, blub, weg ist er. Und tschüss. So. Okay, ich habe kein Schiff mehr, aber man kann hier noch zuschauen bei seinen Teamkameraden. Werden wir noch gewinnen? Es steht 5:4 für uns. Seht ihr hier oben in der Mitte? Wir haben noch 4 Schiffe, der Gegner hat noch 3 Schiffe. Oh, oh. Okay, schauen wir hier mal bei den Kollegen hier. Er ist hier fleißig am Fighten. Den haben wir hier noch. Oh, 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 oh. Hier hinten noch. Ein Teamkameraden. Der ist mit der Eri unterwegs. Er hier auch mit der Eri. Ah, der Pott säuft gerade ab. Den haben sie wohl gerade erledigt. Wunderbar. Wir haben noch 4 Schiffe, der Gegner hat noch 2 Schiffe und wir führen 6:4. Genau, haut rein, Jungs, haut rein. Finde ich auch sehr cool, dass wenn man sein Schiff verloren hat, noch zuschauen darf und kann. Oh, hier, der Kollege hier, unser Teamkamerad, der ist auch so gut wie Schrott. Ja,
Ja, der braucht noch vielleicht 2-3 Treffer, dann säuft er auch ab. Dieser Kollege hier ist noch voll fahrtüchtig, noch nichts kaputt, nichts, gar nichts. So, hier ist noch ein Gegner. Beziehungsweise zwei. Okay, schauen wir den Kollegen hier mal ein bisschen zu. Ja, was sagt ihr zu dem Spiel? Dafür, dass es ein Free-to-Play ist, finde ich ganz cool. Wenn euch das Video gefällt, oder könnt ihr mir einen Daumen nach oben geben. Es wird auf jeden Fall, das hatte ich ja schon gesagt, noch weitere angezockt davon geben, weil ich es einfach klasse finde. Da ich aber noch andere Projekte laufen habe bei mir auf dem Kanal, also Let's Play Projekte, habe ich nicht angefangen zu Let's Playen. Aber könnte man ja zur Not auch machen. Aber erstmal wird es noch mehrere Videos angezockt von dem Spiel geben, wo ihr euch registrieren könnt und es euch downloaden könnt. Alles kostenlos. Werde ich noch mal in die Videobeschreibung setzen. Einfach auf mehr klicken und lesen. Und besucht doch mal meine Facebook-Seite TV Mercy. Den Link gibt es ebenfalls in der Videobeschreibung. Oder besucht unsere Homepage germangamers.com. Oder wenn ihr Lust habt und TS braucht, dann besucht uns in unserem TS, ts.germangamers.com. Wenn du mehrere Freunde hast und was spielen möchtest, weißt nicht wohin und habt kein TS, dann meldet uns mal. Dann meldet euch bei uns. Oh ja, Schrott. Teamkameraden verloren. Aber das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns. Wieder Sie erhalten 11.772 Punkte und 183 Sterne. 24 Zieltreffer, zerstört 1, in Brand gesteckt 5. Wunderbar. Ja, dann verabschiede ich mich von euch. Vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut. Ciao, ciao.